Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück hier zu Palworld. Es tut mir übrigens leid, dass die letzte Folge bei 10 Minuten abgebrochen war, aber das Ruckeln wurde so schlimm, ich musste das Spiel beenden. Ich habe ja gesagt, ich schalte hier auf Pause, weil ich hier warte, bis sich das Spiel einkriegt. Ich habe das Hochladen meiner Folgen habe ich beendet. Es wurde nicht besser, es wurde schlimmer, es hat nicht mehr aufgehört. Ich habe dann Selbstmord begangen, ne? Also ich habe mich zurückschicken lassen zu meinem Lager. Es wurde auch nicht besser. Im Gegenteil, es ging gar nichts mehr. Ich hatte eine dauerhafte Framerate von 5 oder irgendwas. Und habe ich dann gesagt, nee, komm, lass stecken. Ich habe das Spiel beendet. Mein ganzer PC hat geruckelt, der kam nicht mehr klar. Er hat unwahrscheinlich lange gebraucht, um eine Internetseite zu öffnen. Und habe dann letztendlich mal den PC neu gestartet. Jetzt läuft er wieder flüssig. Hier sieht man auch, es läuft wieder. Ich weiß nicht, was das war. Irgendwas hat auf jeden Fall mir die Framerate komplett zerschossen. Und zwar nicht nur vom Spiel, sondern komplett vom ganzen PC. Jetzt ist wieder alles tutti. Keine Ahnung, was das war. Sowas kenne ich im Grunde nur, wenn ich beispielsweise den PC hatte lange laufen lassen, also wenn der 2, 3 Tage am Stück lief. Zum Beispiel, wenn ich krank bin oder so oder krank war. Und dann lasse ich ganz gerne den PC dauerhaft an, weil ich dann einfach an den PC kann, wann ich möchte. Und wenn ich dann halt nicht mehr schlafen kann, durch die Erkältung oder Grippe oder was auch immer, weil ich mich da meiner Grippe und meiner Erkältung anpasse. Okay, da haben wir auch schon genug. Da passe ich mich meiner Erkältung, meiner Grippe an. Wenn die nachts schlafen möchte, gehe ich nachts schlafen. Wenn die tagsüber schlafen kann oder wenn ich tagsüber schlafen kann, dann gehe ich tagsüber schlafen und gehe dann nachts an den PC. Und immer wenn ich dann wach bin und dann muss ich den PC nicht neu anschalten, sondern kann mich halt einfach dran setzen. Und deswegen habe ich dann den PC öfters mal 2, 3 Tage am Stück an. Und dann merke ich so langsam, wenn der so nach 48 Stunden bemerkt man dann so allmählich, dass der PC ein Tick langsamer wird, dass der PC ein bisschen ruckelt und hakelt und so seine Problemchen hat, irgendwie akkurat zu laufen. Und dann wird der PC einfach mal neu gestartet und dann ist im Grunde das Problem wieder behoben. Hier jetzt auch, ne, ich laufe hier durch die Gegend, da ruckelt nichts, da zuckt nichts. Und ja gut, was heißt so lange aufgenommen? Ich habe ja gestern auch so lange aufgenommen. Aber vielleicht war so ein paar Faktoren, ne, dass ich zum Beispiel im Hintergrund hochgeladen habe. Das hat vielleicht mit dazu beigetragen. Dann das Hin- und Herporten hat vielleicht mit dazu beigetragen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall läuft jetzt alles ein Tick besser. Ne, hier, es ruckelt nichts mehr. Es zuckt nichts mehr. Es bleibt nichts mehr hängen. Jetzt passt wieder alles. Und Verzeihung, dass die letzte Folge nur 10 Minuten hat, aber wie ich schon mal erwähnt habe, ich habe teilweise Überlänge bis zu einer Dreiviertelstunde. Und wenn ich dann mal 10 Minuten früher aufhöre, weil irgendwas ist, ist das jetzt auch nicht weiter schlimm. Und dementsprechend kommt das halt mal vor. Aber wir kommen voran. Wir sind jetzt hier am Giftdrüsen, am Saftfarmen und schon wieder gecrashed. Juhu. Ach, ist das schön. Naja, jedenfalls sind wir hier am Saftfarmen. Wir sind am Eisdrüsenfarmen. Wir sind am Giftdrüsenfarmen, weil ich den Bogen lieber machen will, statt die Armbrust. Und ja, in der Hinsicht kommen wir da gut voran. Jetzt, warum auch immer, schmiert das Spiel wieder häufiger ab. Ich weiß nicht wieso. Das ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass es abgeschmiert ist. Ich weiß nicht, was jetzt schon wieder los ist. Ich weiß nur, dass langsam mir das Spiel echt hart auf den Sack geht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, dass ich noch einige Folgen habe, irgendwie bis in den Mai hinein oder so. Vielleicht kommen derweil ein paar Updates, wo das verbessern. Wir müssen unbedingt auch mal nach der Brille gucken, wie das mit der Brille aussieht, die im Grunde die ganzen Infos gibt. Vielleicht kann ich dann die nächste Mod schon rausschmeißen, weil es Early Access und jede Menge und das heißt jede Menge. Ich habe zwei Mods drin. Ne, Early Access und Mods, wahrscheinlich verträgt sich das nicht so gut.
Hat man ja bei der Pellbox gesehen, bei der verbesserten. Das Ding hat noch nicht mal funktioniert und dann ist halt auch ständig das Internet abgeschmiert. So, habe ich denn noch meine Drüsen? Ja, die habe ich noch. Ich habe meine Drüsen alle noch. Gut, neuer Versuch. Ja, vorhin, ne, da habe ich noch nicht aufgenommen. Da habe ich mich dahin teleportiert, wo ich jetzt gerade bin. Da ist das Spiel auch einmal abgeschmiert, als ich mich hin teleportiert habe. Und danach beim zweiten Versuch ging es dann wieder. Da hat es dann wieder funktioniert. Ja, jetzt ruckelt es kurz, weil erstmal die ganzen Viecher wieder in Bewegung sind. Das kennen wir ja schon. Deswegen gehen wir jetzt einmal schlafen, dass es wieder hell wird. Und schauen mal, wie viele Drüsen und Säfte wir noch brauchen für den Rest zum Herstellen. Für die Kühlung und das Ganze haben wir ja geplant, dass wir das alles auch aufbauen. Oh, guck, da haben wir das. Und hier fehlt eigentlich nur Metallbarren. Wir haben schon wieder nicht mehr... Ich hatte doch 400 Metallbarren. Wo sind die ganzen Metallbarren abgeblieben? Wir müssen wieder Metallbarren machen. Erze sollten wir eigentlich genug haben. Ich möchte das aber eigentlich nicht an dem Ding machen. Und eigentlich auch nicht an dem Ding. 2000, Alter. Ich würde das ganz gerne ein... Es geht halt nicht, ne? Es geht halt nicht. Was, Pelz den Transport erlauben? Achso, dass die Barren in die Kisten bringen wahrscheinlich, ne? Interessant. Ich würde ganz gerne mit der Tastatur oder mit dem... mit der Tastatur eigentlich eintragen, dass die doch bitte... dass ich halt das eintragen kann, wie viel ich als Dingens haben möchte. Ja, da brauche ich Kohle, ne? Ja gut, aber ich brauche sowieso erstmal... normales Gezubbel. So, die verbesserte Kühlung. Boah, da müssen wir halt auch echt... Ist das jetzt höher? Hält das jetzt länger? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ein paar Hörner, die Giftdrüsen. Ah ja, genau, den Bogen. Ich hätte gern einmal den Bogen. La 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 la. Weil ich doch der festen Überzeugung bin, dass der Bogen besser funktioniert als die Armbrust, die ich nach jedem Scheißschuss schon wieder aufladen muss. Ich meine, ich muss wahrscheinlich... Oh, guck mal, die Fackel kann ich ja jetzt auch wieder ablegen. Ich muss wahrscheinlich sowieso den Bogen halt auch spannen, aber ich glaube, den Bogen zu spannen geht schneller als die Armbrust. Die Fackel kann auch wieder weg. Die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Ich bin ja jetzt im Grunde komplett geschützt. Ich bin ja jetzt die komplett geschützt. Also es ist im Grunde eigentlich ein super geiles Spiel. Im Grunde eigentlich ein super geiles Spiel. Aber es ist echt, das muss noch so dringend dran gearbeitet werden. Es muss so dringend noch dran gearbeitet werden. Ich meine, sicherlich, es können auch die Mods mit Schuld sein, dass es ab und zu mal so eskaliert. Klar, kann gut möglich sein.
Na, kann gut möglich sein. Aber gerade diese ganzen Abstürze. Ich meine, es dauert jetzt nicht Ewigkeiten, das Spiel neu zu laden. Aber es nervt. Ich meine, mir ist es lieber, wenn das Spiel abstürzt. Mir ist lieber, das Spiel stürzt ab und ich kann es relativ schnell wieder neu laden, als wenn ich das selber beenden muss, nämlich hier zum Hauptmenü zurückkehren. Oh, das dauert immer Ewigkeiten. Das Game hängt immer Ewigkeiten im Ladebildschirm, teilweise 10, 15 Minuten, bis das Ganze, ich endlich mal das Spiel komplett beenden kann. Also, das ist schon teilweise echt, puh. Sag mal, ich habe immer hier so einen Hund, der hier reinmarschiert. Sag mal, was hast denn du für ein Dingens, Jungens? So, wo waren wir stehen geblieben? Den Brunnen müssen wir noch bauen, ne? Was hat da noch gefehlt? Ach ja, genau, die Metallbarren hatten gefehlt. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, der Arbeitsplatz fürs Gießen. Ja, das war, glaube ich, fürs Gießen. Genau, Arbeitstempo beim Gießen. Sehr gut, dann müssen wir eigentlich alles haben. Aber hier fehlt noch eins. Was ist das denn? Habe ich da doch noch was vergessen? Was haben wir denn hier? Wir haben hier Handwerk, Arbeit mit Feuer, Gießen, Sammeln, Säen, Holzfällen, Bergbau, Arznei, Kühlen und Strom. Was fehlt denn noch? Irgendwas fehlt noch. Ich weiß nur nicht was. Oh, die Marmeladenbrote sind fertig. Boah, hier kommt gerade ein kalter Wind. Oh, Achtung. Moment. Jetzt kommt wieder hier Spielabsturz incoming wahrscheinlich. Oh, Wahnsinn. Mal nicht. Das ist was ganz Neues. So, ich krieg hier noch ein bisschen Futter. Aber das Spiel ist halt noch Early Access. Ich habe zwei Mods drauf während dem Early Access. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum das so ein bisschen problematisch ist. Dann braucht das Game, glaube ich, relativ viel Energie. So, jetzt haben wir hier das da. Jetzt können wir mal unsere Ding testen. Vorausgesetzt, er stört. Danke, dass du mich zurückgeschubst hast. Wieso? Hallo? Kannst du mal aufstehen? Hallo? Warum schleicht die Alte? Jetzt. Oder schleicht die Alte jetzt, weil sie zu viel schleppt? Kannst mir doch nicht erzählen. Jetzt können wir mal unsere Dingens austesten. Die hat Probleme, glaube ich. Warte, warte, warte. Wo ist das Ding? Da hinten. Ja, funktioniert toll. Hui! Ach, ich muss auch noch ein paar Sekunden warten. Das Scheißding hat auch noch Abklingzeiten. Ach, sauber. Jo. Aber funktioniert. So. Mädchen, jetzt steh wieder auf. Danke. Was ist los mit dir? So, Slingshot. Nicht Slingshot. Ding funktioniert. Oh, wir müssen noch unser Schwert vielleicht nochmal reparieren. Ich glaube, das bietet sich nochmal an, bevor das wir weiterziehen. Und wieder hoch ins Feuergebiet marschieren. Da haben wir ja unterbrochen, weil ich unbedingt die Armbrust loswerden wollte. Und wir wollten, oder beziehungsweise ich wollte, einen größeren Gleiter bauen, den ich jetzt nicht mehr machen kann, weil mir Stoff fehlt. 15 Stoff. 15 Schatthoff. Normaler Stoff war das, ne? Können wir nicht den schon machen? Carbonfaser und hochwertiger Stoff.
Apfel. Ich mache mal gleich den großen. So, und die Carbonphase. Dann nehmen wir aber die Holzkohle. Wie viel brauchte ich für das Ding? 20. Bitte noch einmal, Freunde. Ich könnte mal eure Hilfe gebrauchen. Alleine dauert das so lange. Ich brauche mehr Anubisse. Die arbeiten richtig fix. So, vielen Dank. Und einmal den guten Gleiter, bitte. Stopp! Schatop! Kommt wieder her! Oh, Alter! Wenn Anubis dabei ist, dann geht das richtig fix. So, zack. Da haben wir den guten Gleiter. Den kleinen, den tun wir weg. Und dann ziehen wir wieder weiter. Wobei, wir sind schon bei 16 und es ist schon die 7. Folge. Ich glaube, ich würde dann eher erstmal was zu essen machen. Bevor dass wir weiterziehen. So, jetzt sind wir gut ausgerüstet. Wir haben keinerlei Thermoprobleme mehr. Wir haben jede Menge zu essen. Naja, was heißt jede Menge? Aber wir haben gut zu essen. Wir haben einen guten Gleiter. Wir haben ein super gutes Schild, gute Rüstung. Haben Giftpfeile. Haben, genau, die Brille. Nach der Brille wollte ich noch gucken. Habe ich die eigentlich schon gelernt? Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die gelernt habe. Weil dann könnten wir vielleicht die nächste Mod rauszwiebeln. Nee, die ist leider nicht aufgelistet. Die werde ich wahrscheinlich noch nicht gelernt haben. Die war, glaube ich, bei den Antiken, ne? Da, Brille der Begabung. Ah, da brauche ich den antiken Kern. Da muss ich gucken, wo ich den herkriege. Antiker Kern. Sehe ich das vielleicht irgendwo in den Notizen? Nee, nicht in den Notizen. Survival Guide. Glückspelz? Ach, das sind die da. Ach, die heißen hier Glückspelz. Ach, und Subspezies sind diese Lux und keine Ahnung. Pellrang und Entsafte. Uff, es ist so anstrengend. Ach, guck, auch manche Partnerfähigkeiten können durch die Rangerhöhung verbessert werden. Aha, deswegen steht auch bei den Fähigkeiten manchmal Rang 1, Rang 2. Ich verstehe. Aber wo kriegt man denn den antiken Kern her? Ich würde sagen, ich beende jetzt mal die Folge, mache mir was zu Mittag und ich google derweil mal, wo wir das herkriegen, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann, tschüss.